Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial für MechWarrior Online. In diesem Fall handelt es sich um das Tutorial für den Kommando. Das bedeutet, ich zeige euch jetzt drei Kommandovarianten, die ich fahre und wie ich sie ausgerüstet habe. Das soll euch ein bisschen helfen, entweder wenn ihr nicht genau wisst, wie man die Dinge ausrüstet, wie man sie spielt, oder falls ihr ein paar Anregungen haben wollt, wie man vielleicht ein Kommando benutzen könnte. Ich fange mal an mit dem Kommando 2D. Der Kommando 2D ist die Standardvariante des Kommandos, wie sie klassischerweise gefahren wird. Ich öffne mal hier für euch einmal den Upgrade. Da könnt ihr sehen, dass ich die Ferrofibrous Armor eingebaut habe. Ihr könnt sehen, dass ich die Endosteel eingebaut habe und Single Heatsinks benutze, also die Standards. Bei dem Loadout, da gehen wir mal eben rein, da seht ihr die wichtigsten Kernstücke jetzt hier auf einen Blick. Ich habe im Center Torso eine XL Engine 200. Die ist eingebaut, weil sie einen zusätzlichen Engine Heatsink hat gegenüber der 195er, was mir quasi einen Heatsink spart und es kommt halt direkt mit dem Gewicht der restlichen Ausrüstung dieses Mechs, das werdet ihr gleich sehen. Als Bewaffnung hatte drin im Center Torso eine Streak SRM2 und im rechten Arm zwei Streaks SRM2s. Und dann hat er quasi nicht als richtige Bewaffnung, aber als Ausrüstung einen Tag im linken Arm. Das Tag habt ihr ja schon mal im Tutorial für dieses Zweimann-Tutorial mit LSR-Mech gesehen. Das ist zum Markieren da. Und dann gehe ich mal weiter. Im linken Torso sitzt ein Guardian ECM. Das ist ein Stück Ausrüstung, was mit dem letzten Patch am 4. Dezember aktiv gegangen ist. Das Guardian ECM ist ein Electronic Countermeasures Ausrüstungsteil. Das bedeutet, dass es den gegnerischen Funkverkehr und die gegnerische Zielerfassung stört. Dazu wird es nochmal ein extra Tutorial geben. Der 2D ist der einzige Kommando, der dieses Guardian ECM tragen kann und auch der einzige leichte Mech außer dem Raven, der das kann. Und bei dem Raven ist es dann auch nur die Variante 3L. Das macht den 2D zu einem sehr wertvollen Kommando und zu dem Kommando, den man standardmäßig auf jeden Fall irgendwo in der Garage haben sollte, wenn man gerne taktisch mit Leuten zusammenspielt. Gut, kommen wir zur restlichen Ausrüstung. Wir haben im Cockpit nichts drin. Ihr seht, dass ich auch kein AMS eingebaut habe. Ich habe hier im rechten Torso zwei SRM-Ammos. Dann habe ich in den beiden Beinen jeweils noch ein Heatsink. Das sind die beiden, die die 200er-Maschine zusätzlich noch benötigt. Ohne die geht's nicht. In der Übersicht sieht das dann so aus. Das sind drei Streaks SM2 mit 2 Tonnen Munition. Das ist nicht sonderlich viel. Das ist halt der hohen Engine geschuldigt, die eine besonders hohe Geschwindigkeit bringt. Der Tech-Laser ist, wie gesagt, zu markieren. Und der Mech ansonsten ist quasi ja so eine Art Mischung aus Aufklärer und Striker-Mech. Das heißt, man hat primär die Aufgabe, Gegner zu stören mit dem eigenen ECM oder aufzudecken mit dem eigenen ECM. Mit den Streaks kann man ein bisschen gegen leichte Mechs vorgehen oder gegen die Rückenpanzerung von schweren Mechs. An dieser Stelle, wie gesagt, nur 2 Tonnen Munition dabei. Das heißt, man sollte sich wirklich auf den Rücken der Gegner konzentrieren, wenn man es mit einem Atlas oder sowas zu tun hat, weil man vorne einfach nicht genügend Munition dabei hat, um den ganz aufzureißen. Das ist verschwendete Feuerkraft. Also im Rücken der gegnerischen Mechs bleiben, am besten ein bisschen außerhalb der Sichtweite, wenn es denn geht, oder im Rücken oder ähnliches, denn das Tech hat eine Reichweite von 450 Metern und solange das eigene ECM aktiv ist und nicht gestört wird vom gegnerischen ECM, wird man erst auf 200 Meter vom Gegner selbst quasi auf der Karte erkannt. Wenn ich also schlau genug mich positioniere, dann kann ich den Gegner taggen, das heißt, ich markiere ihn für die anderen Mechs meines Teams und gleichzeitig bleibe ich unsichtbar für den Gegner. Das erfordert natürlich ein bisschen Disziplin, weil sich das Anschleichen manchmal ein bisschen hinziehen kann, bis man eine Lücke findet, wo man sinnvoll durchschlüpfen kann. Und natürlich auch eine gewisse Feuerdisziplin, weil man ist natürlich versucht, dann auch loszuschießen. Und wenn man das tut, dann gibt man halt seine Position preis. Das hier ist also ein Mech, der ein bisschen Geduld und ein bisschen taktische Übersicht erfordert, aber kann gerade im Team absolut vernichtende Wirkung haben. So, dann gehen wir, die XL200-Maschine hat übrigens eine Standardgeschwindigkeit von 129,6. Ihr habt bisher ja nur meine 195er gesehen. Mit einem Speed-Tweak ist das hier natürlich noch ein bisschen mehr, das ist dann klar. Heat Efficiency 1,7, ja, da muss ich nicht viel zu sagen. Die beiden Heatsinks in den Beinen müssen sein, die könnt ihr nicht austauschen mit der Maschine. Von daher ist das schon das Beste, was geht. So, kommen wir zu dem zweiten Kommando, die Variante 1B. Die Variante 1B hat in diesem Fall einen 195er XL Engine drin.
Ihr seht hier den Geschwindigkeitsunterschied 126,3 zu 129,6 hier oben. Den habe ich ausgerüstet mit einer SM4, einem Antimissile-System und dem Small Pulse Laser. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wieso hat er das gemacht? Wieso hat er auf dem 1B ein Antimissile-System und auf dem 2D nicht? Das ist relativ einfach. Das Guardian ECM verhindert auch die Aufschaltung von Raketenlafetten. Sofern also das eigene ECM nicht gerade gestört wird von einem gegnerischen Mech, ist man quasi für LRM-Mechs unsichtbar. Das heißt, die können dann nicht erfassen und auch keine Raketen schießen. Deswegen braucht dieser Mech nicht so zwingend das AMS-System. Davon abgesehen bekommt man ansonsten Gewichtsschwierigkeiten, weil diese 1,5 Tonnen für das AMS und die Munition müsste auch noch untergebracht werden. Das ließe sich nur bewerkstelligen, wenn man die Engine quasi doch ein ganzes Stück runterschraubt. Und das bedeutet weniger Geschwindigkeit. Ist für jemanden, der sich anschleichen will und schnell backen muss, im Zweifelsfall meines Erachtens die schlechtere Wahl. Dementsprechend kein AMS auf diesem Mech. Auf dem hier schon, weil der kein Guardian ECM zum Schutz hat, deswegen das Antimissile-System. Ich gehe mal direkt ins Loadout, dass ihr sehen könnt, wo was drin steckt. Hier haben wir natürlich die 195er-Maschine, einen Standard-Heatsink in der Mitte, eine SM4-Lafette, die ist auf dem Torso, also Achtung, wenn ihr schießt, dann auf das Zielkreuz. Ja, hier ist es auch schön auf dem Torso drauf, nicht auf das Kreissymbol. Im linken Arm sitzt ein Small Pulse Laser, im rechten Arm sitzt ein Small Pulse Laser. Dann habt ihr hier im rechten Torso natürlich klassischerweise das Antimissile-System, zweimal die Munition für die Raketenlafette. Das ist dann genauso viel Schuss wie für die Streaks SM2s, weil die schießt ja vier Raketen raus. Und ansonsten seht ihr hier, dass ich in den beiden Beinen jeweils nochmal zwei Standard-Heatsinks drin habe, die mit dem Puls, Quatsch, die Small Pulse Laser in Verbindung mit der KSE4 oder der SM4 macht schon ein bisschen Hitze, aber ihr seht 1,31, das ist immer noch eine sehr hohe Heat Efficiency. Das hier ist eine Direktfeuermaschine, das heißt, ihr müsst ein bisschen darauf achten, dass ihr tatsächlich zielen müsst. Ich zeige euch schnell noch die Upgrades, die in der Maschine stecken. Auch hier Ferrofibrous Armor und bei der Struktur Endostahl. Ich bin kein großer Fan davon, die Kommandos mit Double Heatsinks auszustatten. Ich habe da noch nicht groß mit rumgespielt. Auf der einen Seite ist es sehr teuer, auf der anderen sind das so kleine Zahlen, nur die man dabei erreicht, dass ich nicht weiß, ob sich das lohnt, weil die Maschinen brauchen halt immer zwei oder drei Heatsinks zusätzlich in der Größe im Mech verteilt. Das heißt, dass ich die Tonnage sowieso aufbringen muss für die Heatsinks. Und es meines Erachtens fraglich ist, ob sich das wirklich so wahnsinnig hitzetechnisch auswirkt. Dann 1,5 Millionen pro Mech ist halt eine Menge. Gut, ja, was ich machen muss, ist folgendes. Das ist auch ein kleiner Trick, den ich euch zeigen wollte. Ich habe drei Kommandovarianten und das ist ganz schön teuer, die alle auszustatten. Deswegen mache ich das so. Ich nehme aus der Variante, die ich gerade nicht fahre, die XL-Engine raus. Das kostet mich ja nichts. Save den Mac und kann ihn dann einfach im nächsten Mac einbauen. In diesem Fall fahre ich hier die dritte Variante 3A. Da baue ich mal eben kurz die Maschine ein, dass man das auch sieht, dass es alles richtig ist. Bup. Na? Bup. Jawohl. Da hat man auch gerade kurz gesehen. Ich mache das nochmal. Wenn ich die 195er einbaue, dann brauche ich mindestens drei weitere Heatsinks. Ohne diese Heatsinks könnt ihr das Match nicht starten mit dem Mech. Ja, das ist ganz wichtig. Die 200er Maschine braucht halt nur zwei Heatsinks und wenn ihr weiter runter geht mit der Zahl, dann braucht ihr natürlich mehr Heatsinks extra nebenbei. Das ist einfach so konstruktionstechnisch bedingt, muss man mit leben und da muss man halt auch drauf achten. Gut. Ihr seht, auch hier fahre ich die 195er Maschine drin, ein Standard-Heatsink hier im Center Torso. Dann seht ihr, habe ich in den Beinen drei Heatsinks insgesamt verteilt. Ich könnte auch den Heatsink hier noch in die Beine reinschmeißen, das mache ich auch mal eben. Das macht auch Sinn, weil die Single-Heatsinks natürlich im Wasser bessere die Wärme abbauen, habe ich ja schon mal erwähnt, bei diversen Gelegenheiten. Dann habe ich im linken Arm einen Medium-Laser. Im rechten Arm habe ich eine KSR6, eine SM6 hier und zwei Tonnen Munition und den Medium Laser auf dem Arm auch, was dann auch schon die Bewaffnung ausmacht. Und ein Antimissile-System hier. Munition befindet sich in diesem Fall im Kopf. Und das war es auch schon mit dem Loadout von dem Mech. Der hat also zwei Medium Laser und eine KSR6 und ist damit, wenn ihr das hier drüben mal seht, 25 Punkte Firepower, für einen leichten Mech schon sehr schwer bewaffnet. Macht am meisten Schaden, macht auch richtig Laune zu spielen, ist auch ein Direktfeuermech, den man gut zielen muss. Im Gegensatz zu dem 2D, wo man einfach nur die Aufschaltung von den Raketen braucht. Der hier hat den meisten Punch. Ist mit 1,22 aber auch nicht so hitzeeffizient und ihr werdet merken, man kann damit auch schon mal in eine schwierige Hitzesituation geraten.
Aber auch mit dem hier lohnt es sich einfach, mit der hohen Geschwindigkeit Mechs zu umrunden und den Rücken zu schälen, weil die KSR-6 in den Rücken gepflanzt mit zwei Medium-Lasern macht schon gewaltigen Schaden. Da hat auch ein Atlas nach ein paar Salven keine Rüstung mehr auf dem Rücken und kommt in Schwierigkeiten. Ja, ich hoffe, euch. Achso, Upgrades habe ich mit glaube ich, nichts gezeigt. Einmal Ferrofibus Armor wieder und Endosteel. Keine Double Heatsinks, ganz normal drin. Das war es eigentlich schon mit der Ausrüstung von den Mechs. Ich fahre sie und da braucht ihr mich jetzt nicht zu fragen, quasi was für Skills gut sind für die. Alle Skills sind für die Mechs gut. Aber wie ihr das sehen könnt, habe ich hier auf der 1B und auf der 3A den Modulslot noch nicht freigeschaltet. Da bin ich nah dran beim 3A. Und auf dem Kommando 2D ist bereits alles freigeschaltet. Das habe ich vorher schon in einem kleinen Video gezeigt. Ja, von den Skills, die sind alle sinnig. Also die Reihenfolge müsst ihr selbst euch überlegen. Das ist eigentlich selbsterklärend, wenn man drauf guckt. Ein Mech wie der 1B zum Beispiel, Quatsch, wie der 3A mit den zwei Medium-Lasern und der KSR-6 mit weniger Heat Efficiency, da fangt ihr vielleicht zuerst mit Cool Run und Heat Containment an und geht dann erst auf Kinetic Burst, Heartbreak und Anchor Turn. Und mit einem Mech wie dem 2D, wo ihr nicht so viel Hitze haben werdet, ist es vielleicht erst interessant, Kinetic Burst und Heartbreak zu nehmen und möglicherweise hier am Twist X zu arbeiten oder an der Twist Speed, damit ihr eure Zielerfassung besser auf den Gegner draufhalten könnt. Vielleicht der Armreflex sogar. Ja, ansonsten habe ich dafür nichts zu sagen. Wenn ihr Fragen zu den Varianten habt, dann haut die raus. Ich werde jetzt noch eine Sache tun. Und zwar werde ich euch erklären, warum ich den 1D nicht spiele. Wenn ihr den 1D euch mal anguckt mit den Hardpoints, werdet ihr feststellen, dass die nicht so genial verteilt sind. Ich erachte den für den schwächsten aller Kommandos und sehe auch nicht, warum man ihn in irgendeiner Form den anderen drei Kommandos vorziehen sollte. Deswegen habe ich ihn mir auch nicht gekauft, werde ich auch nicht kaufen. Es sei denn, sie werden nochmal irgendwas Krasses an dem Mech ändern. Wer nicht versteht, wieso die Hardpoints schlechter sind als auf den anderen, schaut die sich nochmal genau an. Da geht es natürlich um die Verteilung auf die Arme und auf den Torso mit den Waffenslots. Denn die Arme sind auf dem Kommando eindeutig die besseren Waffenslots, weil ihr, wenn ihr mit hoher Geschwindigkeit lauft, gut zielen könnt mit den Armen, mit dem Torso eher nicht so. Soweit dazu. Ich würde sagen, ich melde mich zurück mit einem nächsten Tutorial. Das wird dann sein. Hier im MechLab könnt ihr schon sehen. Ich habe hier drei Atlassen gebaut. Das wird ein Tutorial, wie man die Atlasse ausrüsten kann. Da habe ich drei verschiedene Varianten, die ich bereits auch gerade auf den Elite-Slot quasi freispiele. Zwei davon sind da schon oben. Und das wird das nächste sein, was ihr von mir zu sehen bekommt. Wenn ihr irgendwelche anderen Wünsche habt, was ihr tutorial-technisch noch sehen wollt, dann nur zu. Ansonsten, immer wenn mir was einfällt, werde ich was raushauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.